kommt mit ins Casino. Und da ist auch schon der Günther aus dem Casino am Aachen. Guten Abend, Günther. Hallo. Philipp, grüß dich. Hallo. So, Stefan, du hier hin. Okay. Femi auf die andere Seite. So. Es geht um Würfeln. Hör zu, es klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Es geht darum, als Erster mindestens 50 Punkte zu erwürfeln. Ihr würfelt so lange ihr wollt und die gewürfelten Punkte addieren sich. Ihr könnt jederzeit aufhören und die Punkte landen sicher auf eurem Gesamtkonto. Würfelt ihr aber in eurem Durchgang eine 6, verliert ihr alle bis dahin geworfenen Punkte des Durchgangs. Ihr würfelt eure Durchgänge logischerweise abwechselnd. Und wer als Erster mindestens 50 Punkte gewürfelt hat, gewinnt das Spiel. Sollte der, der angefangen hat, zuerst über 50 Punkte erreichen, hat der andere noch den Nachwurf und kann das Ergebnis überbieten. Eine Nachserie. Das heißt, theoretisch, wenn jetzt Femi anfangen sollte, das werden wir gleich auswürfeln, wer die höhere Augenzahl hat. Wenn er jetzt anfangen sollte und ist ungefähr bei, sagen wir mal, 48, macht jetzt eine 5, hat er 53, dann sollte er vielleicht nicht aufhören, wenn Stefan ungefähr bei 42 ist, weil er ist danach ja noch einmal dran. Und wenn er sich dann mit seinem Durchgang dich überbietet, dann hat er gewonnen. Also 50 immer mindestens. Also ich kann so viel, im Prinzip so viel würfeln, wie du willst. Ich kann 10 hintereinander machen, solange keine 6 dabei ist, addieren sich die Punkte auf. Richtig. Du wenn 6 dabei ist, verliere ich alle diese Punkte. In diesem Durchgang. Ja? Und ihr könnt, anfangen, genau, und ihr könnt dann immer sagen, okay, ich höre auf und dann werden wir automatisch diese Punkte aufs Gesamtkonto packen. Ja? Wichtig ist, der Günther hebt nur den Becher hoch, also ihr würfelt, stellt den Becher dann in die Mitte und Günther hebt hoch. Ja, das ist also das Prozedere und jetzt würde ich sagen, die Punkte, wird Günther ansagen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ihr würfelt aus, ja, wer beginnt. Ja, wer die höhere Augenzahl hat. Verstanden? Ja, okay, gut. Femi, hast du Fragen? Hast du alles verstanden? Keine Fragen. Okay, super. Na, die 50 ran, eine 6 würfeln, alles weg. Genau. Ja. Darauf kann man es auch zusammenfassen, also, Femi, sehr gut. Also, viel Spaß, Spiel 4, würfeln. Okay, viel Spaß. Also, jetzt wird ausgewürfelt, wer hier loslegt. Also, muss ich so stellen? Ja. Nochmal machen? Oder? Nee, ist okay. Ich würde aber nochmal machen. So, Femi fängt also an. Die 6 bedeutet, man fällt auf 0 in dem Durchgang zurück. Er wird natürlich jetzt versuchen vorzulegen mit einer möglichst hohen Punktzahl. Das ist schon mal in die Hose gegangen. 0. Aber da gibt es natürlich nichts zu taktieren. Das ist schlicht und ergreifend Pech. Ach so. Ich hebe hoch. Ja? Bitte. Okay. Wird sich ja wohl nichts geändert haben. Hoffentlich geändert, aber bitte denkt dran. Ja, ja, Entschuldigung. Okay. Entschuldigung, soll nicht wieder vorkommen. Stefan. Plus 2 sind 6. Weiter. Das würde mich überraschen, wenn er jetzt schon aufhören würde. Also so bei 15, 20 in einem Durchgang, da sollte man sicherlich beginnen zu taktieren. Er hätte es vielleicht doch besser vorher getan. Kann aber lang dauern, so ein Spiel. Beide bei 0. Ja. Bleibt bei 0. Das war jetzt ganz knapp. Stefan. Femi wird sicherlich glücklich sein, dass es jetzt kein Sportspiel gibt. Risiko einschätzen. Wie hoch ist denn das? 4, ja, das ist schon mal gut. Noch dann sehr, sehr ausgepumpt von der Drehscheibe und wir sind hier beim Würfeln. Ach, das fällt auch wieder auf 0, also Würfelpech auf beiden Seiten. Das heißt unter Umständen 4. Plus 4 sind 8. Das ist natürlich völlig richtig, dass Sie da erstmal einen vorlegen wollen. Und nicht nach 8 Punkten aufhören, aber das ist ja unglaublich, dieses Pech. Statistik ist jetzt die Frage. 3, ja, dann mal auf jeden Fall. Danke. Entschuldigung. Ja, Übereifer bei Raab nach diesem guten Beginn in diese Schlag den Raab-Sendung. Plus 4 sind 7. Nur noch mal für den Hinterkopf. Die ersten Spiele gingen allesamt an Raab, der 6:0 führt. Punkte mache, dann habe ich quasi den ersten Punkt und. Nein, du musst auf 50. Du behältst jetzt deine 7 Punkte? Genau, danach kann ich die nicht mehr verlieren beim nächsten Spiel. Die 7 alles klar. Alles klar. Okay, ja, wenn du jetzt 15 zum Beispiel machst und alles drauf hast, du 15. Okay. Also nochmal der Regeleinschritt zwischendrin, auch für Sie daheim nochmal. Diese 7 Punkte, die Raab jetzt also hat, die kann ihm keiner mehr nehmen, da er seinen Durchgang beendet hat. Also, wenn er nachher 20 Punkte macht, dann eine 6 würfelt,
dann fällt er zurück nicht auf 0, sondern plus auf 7 dieses elf. Ersten Durchgangs. Femi zieht vorbei und beendet nach 11 Punkten seinen Durchgang. Und die hat er jetzt sicher. 7. Bleibst bei 7. So, da haben wir genau den Fall. Also jetzt gehen diese 7 da bei Raab natürlich nicht verloren. Plus 3 sind 14. Nochmal. Bleibst bei 11. Ich konnte nie 6 würfeln. Bei Mau Mau, wie das alles heißt, Kniffel, ich würfel nie eine 6. Ja, Mau Mau ist ein Kartenspiel, da wird er selten würfeln. So. Können wir nicht kniffeln? Ach, das ist das denn möglich? Das widerspricht doch jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung, was ich hier gerade abziehe. Femi war bei 11, plus 2 sind 13. Plus 5 sind 18. Ja, und da hört er schon auf. Also er ist sehr, sehr vorsichtig. Er möchte natürlich in der Gesamtwertung hier die ersten Punkte einsammeln, Olufemi. 7 plus 4 sind 11. Der muss ja mit Zahlen umgehen können als Marketingmanager beim TSV 1860 München. Was macht Raab jetzt? Hat wieder die 6, also er hat sehr, sehr viel Pech. Und die Chance jetzt für Olufemi mit einem guten Durchgang, sich da ein kleines Polster zu verschaffen. Unfassbar. 18 plus 4 sind 22. Also vorsichtig darf er hier noch nicht agieren. Also da muss er eigentlich ein bisschen riskieren. Ich ärgere dich nicht. Er hat ja 18 Punkte sicher. Das gibt es nicht, aber ich denke trotzdem, das Risiko muss er da gehen, um Raab unter Druck zu setzen, dass der dann mehr riskieren muss. Wenn man die 6 nicht haben will, dass sie so oft kommen. Ich verliere gegen meine Freundin den Kniffel immer, weil ich nie eine 6 werfe. 7 plus 5 sind 12. Das würde Raps naturell widersprechen, wenn er da aufhört. Es kann ja nicht immer eine 6 kommen. Das gibt es doch nicht! Ist das ein ganz normaler Würfel? Ja, wer gibt's denn das? Da kann doch was mit dem Würfel nicht stimmen. Das ist ja jeder zweite Wurf. Das ist doch statistisch. Das ist statistisch absolut unmöglich. Das ist ja mehr als jeder zweite Wurf. Es müsste aber eigentlich nur jeder sechste sein. Vielleicht mit ein bisschen mehr Gefühl würfeln. Bitteschön. Femi? Das ist unfassbar. 18. Was gibt es das denn? Ist das so ein Scherzwürfel? Ich gehe weiter mit 7 Punkten für den Stefan. Das gibt es doch gar nicht. 7 plus 5 sind 12. Der Femi ist dran. Also ganz, ganz vorsichtig jetzt, Stefan, ab. Nimm nur diesen einen Wurf, die 5. Steht bei 12. Die sind ihm sicher. 18 plus 3 sind 21. Stefan? Ah, das gibt's ja gar nicht. Also das ist ja Kindergeburtstag, was sie jetzt hier würfeln. Also keiner riskiert mehr irgendwas. 12 plus 4 sind 16. Und er hat 21? Ja. Das kann jetzt nicht nochmal. Rein statistisch ist das bis jetzt schon unmöglich. Und dass diese Unmöglichkeit noch. Also sind das schon erste Psychospielchen 60. Von Raab? Ja! 1 sind 17. 17. Und was hat er? 21? Ja. Was hatte ich 12 vorher? Auf was würde ich zurückfallen? Ja. Auf 12. 5 Punkte dazu. Auf 12 würde ich zurückfallen. Ja. Femi. Ja, das ist erstaunlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da würde ich jetzt gerne in den Kopf von Raab reingucken. Plus 15, 26. Also er riskiert sehr, sehr wenig, aber Femi ebenfalls. Klar, der ist vorne, aber. Also für mich kaum nachvollziehbar, auch wenn wir schon so viele Sechsen gesehen haben, aber dass beide nach mal ein, zwei Würfen regelmäßig aufhören. Raab kann jetzt Druck aufbauen. 21. Ja, ja, jetzt gleicht er aus. Und jetzt, ja, habe ich mir gedacht, das ist nachvollziehbar. Jetzt nach 9 Punkten mit 2 Würfen den Becher weiterzureichen. 26 plus 5 sind 31. Da kommt der Konter. Ja, weiter. Ja, jetzt wird er auch mutiger. Er spürt natürlich den Druck jetzt durch Raab. 31 plus 2 Stefan. Sind 33. Aber sehr, sehr vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Kopf an Kopf rennen, Spannung pur. Aber nochmal, es geht hier um 2,5 Millionen Euro, 26 die plus Olufemi gewinnen kann. Femi. Femi, okay. 33, na. Plus 3 sind 36. Nochmal. Ja. Er wird jetzt etwas mutiger. Möchte sich da das Polster jetzt verschaffen. Ja, aber das ist ja nicht dramatisch, diese 3 Punkte jetzt wieder runter. Das ist ja völlig egal eigentlich. Was macht Raab?
Zieht er vorbei? 31 plus 2 sind 33. Gleichstand. Spannung pur hier bei Schlag den Rab. 33 plus 1 sind 34. Nochmal. Ja klar, auch da jetzt, er würde nur 3 Punkte verlieren, wenn die 6 kommt. Also tatsächlich sehr, sehr häufig hier die 6, wo man sie nun gar nicht gebrauchen kann. 33 plus 3 sind 36. Noch ein Wurf. Noch einmal, bitte. 36 plus 1 sind 37. Noch ein Wurf. Noch mal. Ja, richtig. Bitte. Da jetzt das Risiko ja überschaubar. 37 plus 4 sind 41. Denke ich mir, dass er aufhören wird. Bitte. Ja. 31 plus 4 sind 35. Ja, Rab muss natürlich jetzt dranbleiben. Darf ihn nicht zu weit wegziehen lassen. Muss riskieren. 35 plus 4 sind 39. Das läuft gut. Jetzt Wurfglück, Würfelglück bei Stefan Rab. Das zählt nicht. Das machen wir neu, den machen wir neu. Entschuldigung. Okay. Das wäre aber eine schöne 5 gewesen. Kannst auch eine 6 haben. Kommt jetzt die 6. Jetzt bitte, 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 bitte. 39 plus 2 sind 41. Gleichstand. Ist das spannend. 41 beide. Nochmal oder abgeben? Ja, ich habe ja noch was drauf. Ja, ich habe jetzt erst geworfen, ne? Zuerst das Femi. 41, so. Femi wirft jetzt eine 5 und eine 4, ja, dann hat er wir schon. Wir brauchen jetzt eine Entscheidung. Ich mach nochmal. Nochmal, okay. Ja. Ah ja, klar. Das ist natürlich jetzt, wenn jetzt die 6 kommt, dann dreht er durch. Nein! Ja! Nein! Das war zu erwarten. Ja, sehr, sehr schön hier nochmal in Zeitlupe zu sehen. Entsetzen pur im Gesicht von Raab. Und jetzt die große Chance für Olofemi. Plus 1 sind 42. Ich würde nicht weitermachen. Weiter? Ja, ja, da geht's jetzt los. Das sind die Spielchen des Stefan Raab. Da muss ein Kandidat mit umgehen können. 42 plus 4 sind 46. Er bleibt cool. Ja, ja, ich würde es riskieren jetzt. Ich würde jetzt versuchen, die 50 zu packen. Dann hat Raab ein Riesenbrett vor sich. 46 plus 3 sind 9. Ja, muss er. Er muss den noch drauflegen, denn dann braucht Raab eine Riesenserie. Das muss er jetzt riskieren. Klar, Olofemi. Das muss er machen. Und dann baut er Druck auf. Und er hat die 50. Und dabei bleibt er. Und jetzt braucht Raab 20 Punkte. Er darf nachziehen. Er braucht aber 20 Punkte, ohne dass eine 6 dazwischen drin auftaucht. Ich dachte, ich hätte angefangen zu werben. Du hörst auf, natürlich, ja. Du hörst auf, ja, ich hör auf. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich würde mir noch mal überlegen. Lass mich kurz nachdenken. Nee, mach ruhig. Mach ruhig. Ich weiß da 50, endgültig. Endgültig, 50 endgültig. Aus. Okay. Dann ist der. Ach, ihr seid ja immer noch dran. Ich, ich würfel jetzt einfach bis. Du musst durchwürfeln, ja. Bis da, bis vorbei ist. Genau. Es darf halt keine 6 mehr kommen. Du hast 31. Muss schauen, das zählt nicht. 5! Nein, zählt nicht. Mann! So, das wäre ja jetzt ein Ding, wenn ausgerechnet jetzt, wo es endgültig zählt, wenn jetzt keine 6 mehr kämen bei den nächsten 4, 5 Würfen. Statistischen Rechnung. Natürlich. Stochastik wird neu. Please, please. 31 plus 1 sind 32. Okay. Bitte. Er braucht hohe Zahlen. Die 4, die 5, die muss fallen. Für Raab. Und er will natürlich mit möglichst wenig Würfen vorankommen. 32 plus 5 sind 37. Jetzt ist es natürlich pures Glück, das hier entscheidet. Aber spannend ist es. 37 plus 1 sind 38. Ein Minischritt. Er braucht 51. Gleichstand reicht ihm nicht als Nachzieher. 38 plus 2 sind 40. Er hat 40. Jetzt überlegen Sie mal. Das ist natürlich drin. Wo bleibt die 6? Wird Olofemi denken. 44 gibt es das denn? 5 Würfe, keine 6. Das hat es überhaupt noch nicht gegeben. Wenn du bisher hier. Hast, hast du gewonnen. Ja. Weißt du, ne? Er muss die Hände wegnehmen. Er muss die Hände wegnehmen. Zittert richtig. Ist die 6 da? Nein. Ja! 48 Punkte. Jetzt eine 3 von Raab oder mehr. Nur nicht die 6. Dann hat er das Ding auch noch gedreht. Das gibt es doch gar nicht. Und das ist Anspannung pur bei Olofemi. Und jetzt fällt vielleicht schon die Entscheidung in diesem Spiel. Oder ist sie und Raab macht es? Sie noch mal versuchen, wenn da die 6 wäre. Ja. Jungs, meine Güte, Olofemi. Danke, danke. Ja,
Mann, so viel Pech hat noch nicht mal die No Angels letztes Wochenende. Und das ist schon wieder ein Sieg für Stefan Raab. Das gibt es nicht. Was ist denn hier heute Abend los? Es ist das erste Mal, dass ich, das erste Mal überhaupt, dass ich ein Glücksspiel gewonnen habe. Ich habe sonst alle Glücksspiele verloren. Ich glaube, guck mal hier, Femi. Ist es doch noch alles drin. 110 offene Punkte, gerade mal 10 Punkte gespielt. Also, durchatmen.